Ja, und wieder zurück hier bei Blade and Soul. Musste mich noch mal kurz hier ein bisschen vorkämpfen. Hab so das Gefühl, dass das hier doch eine Art von Dungeon ist, wo ich mir durchackern muss. Werde mich also jetzt mal um diese einmal hier um Rettet Namsuyu kümmern und spricht mit der Bambuswache, die den Sund der schwarzen Ramme infiltriert hat. Gehen wir von aus, dafür müssen wir erstmal runtergehen. Und werden wir mal einmal all etwas auf den Kopf hauen, auf den Deckel, gell? Hier mal abwehren, wunderbar. Na, auch schon tot. So, sehr schön. So, wir werden mal gucken, wo wir hier. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder rein, wa? Und davon nehmen wir mal aus. Wir haben ja noch die Herzchens da. Wo müssen wir jetzt hier lang? Sieht so aus wie ein bisschen nach links. Ah, anscheinend müssen wir nach unten. Gut, gehen wir nach unten. Mann, durch diese Bilder flackert der. Oha. Was sollen wir jetzt davon halten? Sollen wir ihn jetzt angreifen? Sieht fast so aus, wa? Na, mein Großer. Bin ganz erstaunt. Du greifst mich anscheinend nicht an. Aber wir fangen ihn nochmal an, oder? Oh. Das war jetzt nicht so groß gewesen. Die Aktion. Wie armselig. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was wir davon halten sollten von Namsuyu. Vielen Dank. Egal, was ihr glaubt, gesehen zu haben. Ihr dürft Papa Dochun nichts sagen. Ich dachte, wenn ich mitspiele, verschonen mich diese Monster. Hört sich ja halbwegs logisch an, aber... Wenn die Leute das wüssten, sie würden über mich tuscheln. Bitte, sag Papa nichts. Es würde ihm das Herz brechen. Halt. Wie ist das passiert? Hinter euch! Was ist das? Oh. Ihr habt also überlebt, Hongmun-Welpe. Nun denn. Sie ähnelt wirklich ihrer Mutter. Meint ihr wirklich, ihr hättet eine Chance? Warte nur, jetzt schon irgendein Bosskampf hier? Jura, wirklich vermisst ihr eure Meister so sehr? Tja, wenn es das ist, was ihr wollt. Was heißt ein Bosskampf, ne? 12.000 Punkte, ich habe 2.000 Punkte, sieht doch ganz gut aus. Da-da-da-da-da. Bisschen links, bisschen rechts. Da, was hältst du davon? Na, wollen wir mal gucken. Ein bisschen von hinten. Oh, was war das denn jetzt? Oh. Oh.
irgendwie ein bisschen doof. Ich muss meditieren. Das war jetzt, glaube ich, nicht gut. Da will man voller Freude anfangen. Und bups, ist man gleich tot. Ja. Jetzt mal wieder zurück an Sinn, wie die meditieren überhaupt liegen hier. Oha. Gut, also der Kampf, der war nicht gut. Man könnte sagen, den haben wir total vergeigt. Aber ich bin in der Hoffnung, dass das auch so sein sollte. So, ich wollte mal gucken, ob wir hier noch irgendwas zu gucken haben oder zu... Nein, nichts. Außer, dass wir über den Tisch rennen können. Muss ich jetzt hier wieder raus? Scheint fast so, oder? Hier wieder raus. Machen wir hier ein bisschen durch. So, da haben wir doch. Also so wie es aussieht, müssen wir wieder nach oben anscheinend. Zu unserem Herrn, der ja den Rückzug, war nicht der Rückzug gewesen, den er überwachen wollte? Oder zumindest. Na, wir gucken mal, wir hören uns das mal an. Ihr habt Fräulein Namsoyo befreit. Wie heldenhaft. Was ist passiert? Habt ihr eine Frau in einem schwarzen Gewand aus Schlangenhaut gesehen? Schlangenhaut? Bei diesem Wetter? Daran würde ich mich erinnern. Hier kam sie nicht vorbei. So wie ich das kenne, werden wir die Schurken schon bald wiedersehen. Ich halte derweil Ausschau nach dieser Schlangenhautfrau. Ihr solltet in die Stadt zurückkehren. Ich bleibe mit der Wache hier und räume auf. Oh, eines noch. Fräulein Namsoyo hatte es so eilig, dass sie diesen wichtigen Brief fallen ließ. Bitte, bringt ihn ihr zurück. Ich an Fräulein Namsoyos Stelle würde ins Haus der Heilung gehen. Sucht sie dort. Benutzt Windwandeln. Der Weg ist weit. Ich werde das nie vergessen. So, soll es das etwa schon gewesen sein hier? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Herzen hier nirgendwo einsetzen sollen. Das muss doch einen Grund haben, warum wir hier die Herzen haben. Hm. Können wir mal gucken, ob wir hier... Aber hier können wir nicht rüber. Schon hatten wir beim letzten Mal ja schon probiert, hier oben rüber zu kommen. Ging ja auch nicht. Und ich glaube, wir müssen wahrscheinlich eher nach oben, anstatt nach unten. Benutzt Windwandeln. Nein, wir haben ja noch hier auf jeden Fall eine Daily Quest zu machen. Von daher werden wir Windwandeln noch nicht benutzen. Ja, ich habe doch mit euch schon allen gekämpft. Ich habe auch keine Lust mehr. Oh, so reicht ja aus. Kommt mal her hier. So, mein lieber Freund hier, du wirst dich doch nicht von Weitem hier anfangen zu erschießen, oder? Ja. Dass die auch immer so böse sein sollen, müssen. Verstehe ich einfach nicht. So. Weg mit dir. Du Sahnegestell. So. Und dann gehen wir noch zu dem Herrn hier. Der fällt gleich runter. Haha. So, müssen wir. Können wir hier rüber? Sieht nicht so aus. Nee, wir müssen doch den etwas längeren Weg laufen. So, komm, stürz mal ab. Schade, ich dachte, er fliegt rüber. Ist er aber nicht. So. Müssen wir jetzt komplett den ganzen Weg da zurück? So wie es aussieht, ist es so. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Kommen wir jetzt hier überhaupt rüber, oder? Wie kommen wir hier? Kommen wir aber jetzt gar nicht durch. Sund der schwarzen Ramme beitreten. Betreten. Okay. Sagen wir einfach mal ja.
Und wir haben anscheinend einen nächsten Dungeon. Gut. So, ich dachte, er wäre schon nicht mehr da. Na, kann man sich irren. So, irgendwas haben wir hier. Ich weiß zwar nicht was, aber irgendwas haben wir hier. Oh, Meister Doshun ist auch hier. Wo ist er da hinten? Hä? Wie jetzt? Kaum war er hier, schon ist er wieder weg? Na super. Ach, da nicht. Ich schätze mal, muss hier oben rauf. Gut. Drei Mann. So. Hat mich zwar ein bisschen was gekostet, aber hält sich noch in Grenzen. Wir können mal ein Schlückchen nehmen. Ein bisschen Selbstheilung ist ja nicht verkehrt. So, als nächstes müssen wir wahrscheinlich... Da lang müssen wir. Da ist schon wieder hier so ein Reihe gespannt. Das ist halt unglaublich hier. Eine Polterei und Folterei ist ja der Wahnsinn. Oha, das hat mich aber gekostet hier. Das hat Energie gekostet. Ich werde mal ein Reisbällchen zu mir nehmen. Ich habe irgendwie anscheinend einen tierischen Schlag hier abbekommen. Weiß zwar nicht welchen, aber jetzt wäre natürlich schön, wenn wir die Herzen hätten. Haben wir aber nicht. Da kommen wir erst hin. So, wunderbar. Wir haben wieder Energie. Und können demzufolge hier runtergehen. Sehr schön. Hey, was macht ihr denn mit mir hier, oder? Ihr macht mir jetzt... Aha, der steht. Hey, ihr da vorne! Ja, komm mal. Ihr seid von der Hongmu, nicht wahr? Genau wie Hauptmann Dachun. Gut. Ihr seid vielleicht ein Narr, hierher zu kommen. Ich denke, das sind wir alle. Ich bin aber froh, dass ihr hier seid. Jae-yong hat mich hergeschickt. Jae-yong? Wir mussten ihn zurücklassen. Er ist zusammengebrochen. Wenigstens konnte er noch Hilfe schicken. Ich glaube, Jae-yong war schon verrückt, bevor wir hierher kamen. Ich dachte, er würde übertreiben, was den Mann angeht, den wir jagen. Es war aber keine Übertreibung. Wen jagt ihr denn eigentlich? Wir wissen nicht, wer dieser Riese ist oder woher er kam. Ich weiß nur, dass er kein Freund der schwarzen Ramme ist. Er hat unzählige Marodeure mit seiner Axt getötet. Kann es nicht sein, dass er ein Verbündeter ist? Auf keinen Fall. Er tötet jeden, ungeachtet der Uniform. Er griff unsere Gruppe an und wir mussten flüchten. Wir haben den Kontakt zu Hauptmann Dachun und den anderen verloren. Und alles nur mit einem Schwung dieser Axt. Was für eine Axt war es? Sie war aus seltsamem, kalten Eisen hergestellt. Und schwerer als ein Haus und fast genauso groß. Ich bezweifle, dass selbst 10 Wachen sie hätten anheben können. Und er schwang sie umher wie Luft. Und hatte er eine Narbe im Gesicht? Ich glaube, ich habe diesen Mann schon mal gesehen. Jetzt, wo ihr es sagt, ja, ich denke schon. Ich war zu beschäftigt, meinen Kopf auf meinem Hals zu behalten, um ihn mir genau anzuschauen. Aber egal, genug geredet. Hauptmann Dachun und ein paar Wachen sind dem Riesen tief in den Komplex hineingefolgt. Findet sie und helft ihm. Wir werden dieses Gebäude sichern. Geht, findet Hauptmann Dachun. Aha, jetzt wissen wir, wozu wir die Herzen brauchen. Gut. Gehen wir erstmal zu den Herzen hin und gucken mal weiter. Ich habe hier auf jeden Fall von der Seite gerade gesehen, ihr habt ein Hündchen. Blub, blub. Da müssen wir, glaube ich, nicht lang. Da kommen wir nicht lang. Nein, da kommen wir nicht lang. Glaube ich jedenfalls. Schätze mal, wir müssen hier lang. Oha. Dahin geht's jetzt weiter. Aber ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und für mich nur ein kleiner Cut. Für euch leider eine Woche. Okay, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Danke, tschüss.